Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist euer Heiko, der mit dem schwarzen Daumen. Heute zum 10.000 Abonnenten-Spezial. Der Wahnsinn. Heute erzähle ich dir die wahre Geschichte, warum es den Kanal 1001 Gartentipp gibt. Ja, die wahre Geschichte ist ganz einfach. Vor ungefähr 5 Jahren habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und habe mir auf YouTube von verschiedenen beibringen lassen, wie man Gitarre spielt. Und ich fand das so unheimlich kompliziert, wie die das einem versuchen zu erklären und ellenlange Videos. Und da dachte ich, ich lerne Gitarre spielen und wenn ich das dann kann, dann mache ich meinen eigenen YouTube-Kanal und bringe den Leuten das ganz einfach bei. Und damit ich mich mit dieser spannenden Materie YouTube schon mal beschäftige und nachher gleich Bescheid weiß, dachte ich, ich mache schon mal einen YouTube-Kanal auf und probiere das mit irgendeinem Thema, wo ich mich auskenne, aus. Mit dem Garten zum Beispiel. Ja, und auf dem Nachtschrank stand damals ein Gartenbuch, Rat für jeden Gartentag. Und schön zackig gegliedert gab es hier viele, viele, also mehr als 1000 Gartenratschläge. Und dann dachte ich, schnappe ich mir mal hier irgendwie so ein Thema und ja, und drehe mal ein paar Videos ab, damit ich einfach weiß, wie läuft sowas ab. Dann brauchte ich noch einen Namen. Und irgendwo im Bücherregal, da standen dann diese Bücher, ja, Märchen aus 1001 Nacht. Und sehr schnell war der Name gefunden, 1001 Gartentipp. Bis dahin hatte ich noch gar keine großen Berührungspunkte mit YouTube und habe auf einmal gesehen, Mensch, es gibt ja schon so viele Gartenkanäle. Und da dachte ich, ich brauche irgendwie ein Unterscheidungsmerkmal. Und wie ich das nächste Mal wieder beim Gitarreüben war, da kam mir die Idee. Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Play Damn It im Hut. Ich begrüße euch. Ich hätte mir irgendwie einen Hut aufsetzen können, wäre was. Aber dann dachte ich irgendwie was Eigenes, so der grüne Daumen. Dann habe ich aber meine Hände angeschaut. Die waren sehr selten grün, meistens schwarz. Und da war er erfunden, der legendäre schwarze Daumen. Und ich dachte mir, ich drehe mal schnell 1001 Video ab und schon hat der ganze Name auch Sinn. Ja, wenn du heute in YouTube-Kanal bei mir reinguckst, das sind bei Weitem noch nicht 1000 Videos. Aber dank euch sind es schon viel mehr als 1001 Gartentipp, denn ihr seid jetzt letztendlich, die auch mir sehr viele Tipps geben. Und weil das Thema Garten so spannend war, habe ich mir immer mal wieder ein Buch gekauft. Zum Beispiel war das eins der ersten, der Selbstversorgergarten von Wolf-Dieter Storl. Und ja, das liest sich ein Stück weit spannend wie ein Roman, wie seine Lebenserzählung. Wolf-Dieter Storl ist weit rumgekommen und hat im Prinzip aus verschiedenen Kulturen die Grundlagen zusammengefasst zu einem sehr spannenden Buch. Nicht alles muss man genauso umsetzen, aber es ist immer gut, das aus verschiedenen Sichtweisen zu sehen. Ja, und für dich gebe ich heute mal ein paar Tipps zurück, nämlich in Form dieses Buches, genauer gesagt in Form von 3 Büchern, die ich verlosen werde. Buch Nummer 2, für viele die Bibel der Selbstversorgung. Das ist von John Seymour, das Buch vom Leben auf dem Land. Das ist jetzt die neuere Ausgabe, das neue Buch vom Leben auf dem Lande. Auch das ist in der Verlosung mit dabei. Und ein sehr spannendes Thema, mit dem ich jetzt durchstarten möchte, das ist die Imkerei. Ein Buch von Günter Friedmann über die naturgemäße Imkerei. Und auch das ist in der Verlosung mit dabei. Und wie kannst du an der Verlosung teilnehmen? Einfach mir unten einen Kommentar schreiben und das Buch, was dich interessiert, beispielsweise Bienengemäß Imkern, in den Text mit rein, ich möchte an der Verlosung teilnehmen und das Buch Bienengemäß Imkern gewinnen. Wenn du 2 Bücher oder Interesse an allen dreien hast, dann bitte 3 einzelne Kommentare mit jeweils dem Text und dann fische ich vielleicht genau dich raus. In diesem Sinne bedanke ich mich bei den vielen Zuschauern, die immer wieder einschalten, zahlreich kommentieren. Und ganz besonders bedanke ich mich bei meiner Familie, die meinen ganzen Quatsch hier toleriert. Also, herzlichen Dank. Das Lied, was ich euch spiele, das musste ich nicht mal umdichten. Das kann ich genauso lassen. Ist meine Erde eine Scheibe?
Wenn ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm und Hammer in die Hand. Pass auf für deine Worte, mein Herz geht auf. Wenn du lachst, Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. So sehr, du hörst niemals damit auf. Dankeschön, viel Spaß bei allen euren Projekten, ganz gleich was es ist. Bis zum nächsten Mal, tschüss.